keine Frage. Das Filmgeschäft wird sich so schnell nicht von Hollywood nach Eifelwood verlegen. Doch die Eifel ist reich an Menschen, die immer wieder das Interesse in unsere Region lenken. Maler, Schriftsteller und mit André Sommerlatte auch ein Filmproduzent, der am Bahnhof Raren eine Märchenwelt entstehen ließ. Liliane Susewind kam in diesen Tagen in die Kinos. Wir stellen ja gerne Berufe aus der Region vor, aber einen Filmproduzenten hatten wir ehrlich gesagt noch nicht dabei. Wie wird man das? Dein Werdegang ist Sportlehrer, Rundfunkjournalist, Medienberater und jetzt Filmproduzent. Wie kommt man dazu? Ich glaube, man muss sich so ein bisschen berufen fühlen. Und das ist gar nicht schlecht, wenn du als Filmproduzent vorher schon viele andere Dinge gemacht hast. Weil so ein Filmproduzent, der muss einiges können. Der muss vor allen Dingen die Filmstoffe entdecken und sagen oder beurteilen können, ob das in sein Portfolio passt. Und er muss auf der anderen Seite aber auch jemand sein, der mit Zahlen umgehen kann. Weil so ein Film kostet unheimlich viel Geld. Den kann man auch klein machen, dann kostet nicht so viel, aber so ein Kinofilm, der kostet schnell ein paar Millionen Euro. Nur eine Zahl, die die wirtschaftliche Bedeutung veranschaulicht. Für Liliane Susewind waren allein 1000 Übernachtungen in der Region erforderlich. Nun stehen wir hier an einem Ort, wo einer deiner Filme entstanden ist. Also meiner Filme, das ist ein bisschen zu dick aufgetragen. Da muss ich dich etwas zurückholen. Der Film Liliane Susewind wurde maßgeblich von der Firma Dream Tool aus München und dem dortigen Produzenten Felix Zackohr und Stefan Reiser, beide zusammen, produziert. Das ist der Hauptproduzent. Und wir, das heißt der Sebastian Schelenz, mein Partner, und ich, wir sind die Co-Produzenten. Wir haben uns um alles gekümmert, was in Belgien passierte. Und in Belgien passierte in diesem Film tatsächlich einiges, weil ungefähr die Hälfte der Drehtage haben wir hier an diesem Motiv verbracht, am Bahnhof Raren, den wir zu einem Zoo umgebaut haben. 6 Wochen Vorbau, relativ großer Aufriss und am Ende waren da sogar Tiere bei, bis hin zu einem Elefanten, den wir gemietet haben und der hier entlang spazierte. Worum geht es in diesem Film? Ein Kind, das sprechen kann, und zwar mit Tieren. Genau, ein Kind, das sprechen kann, ist schon mal eine gute Voraussetzung, um als Schauspielerin tätig zu sein. Die Malu Leicher ist die Hauptdarstellerin. Die hat eben die Gabe, mit Tieren sprechen zu können. Ich kann mit Tieren sprechen. Guten Morgen, Sonnenschein. Ach, unser. Und auch die Besetzung konnte sich sehen lassen. Unter anderem Christoph Maria Herbst und Merit Becker. Doch kommen wir noch einmal zum Filmland Belgien. Oder besser, Filmland Ostbelgien. Du hast vorhin gesagt, ein Film kostet viel Geld. Das war ja früher dein Job, Geld zu besorgen und Filmteam zu holen. Das ist ja nicht der erste Film, den du nach Ostbelgien geholt hast. Das ist wahr. Ich habe Filmteams angesprochen und sie versucht, für Belgien und speziell für Ostbelgien zu begeistern. Das hat auch ganz gut geklappt, aus meiner Sicht. Dieser Bahnhof zum Beispiel wurde schon mal als Kulisse für einen Film genutzt, der hieß, und der heißt heute auch noch, Fräulein Stinnes fährt um die Welt. Und der Bahnhof war dann in dem Film der Bahnhof in Charkow in Russland. Wir haben aber auch andere Filme gehabt, wie Les Enfants de Tempelbach auf der Emmaburg. Im Fenn wurde relativ viel gedreht und ein sehr treuer Kunde ist ganz sicher die Firma Action Concept aus Köln, die mit ihrer Serie Alarm für Cobra 11 schon mal in Eupen die Talsperre gesprengt haben. Das klingt ja nicht gut. Keine Sorge, alles nur Film. Doch zu einem ernsten Thema. Das Wort Filmproduzent erscheint seit Wochen nicht mehr in einem ganz so strahlenden Licht. Das ist richtig. Aber auch bei Fahrlehrern, Ministerpräsidenten oder Polizisten gibt es Leute, die Unfug machen und sich schlecht benehmen und manchmal auch ihre Machtposition ausnutzen. Zu ihrem Guten ausnutzen. Und das ist bei Filmproduzenten auch so gewesen. Ich glaube, dass die Debatte, die dadurch in Gang gesetzt worden ist und die auch vor kurzem in Cannes auf dem roten Teppich ihre Fortsetzung gefunden hat, eine sehr gute ist.
weil es eine Debatte ist, die es ermöglicht, Obrigkeitshörigkeit nochmal in Frage zu stellen. Wann fange ich an, aufzubegehren gegen Drangsaliererei, welcher Art auch immer. Ja. Insofern will ich sagen, ja, der Filmproduzent, diese Betitelung wurde negativ diskutiert, aber ich glaube, man darf jetzt nicht alle Filmproduzenten und mich schon gar nicht über einen Kamm scheren. Wir sind hier an einem Ort quasi deiner beruflichen Vergangenheit, aber hier kann man so schön in die Zukunft sehen. Was wird die Zukunft bringen? Die Zukunft wird hoffentlich neue Filme bringen, neue Kinofilme, vielleicht auch neue Liliane Susewind-Filme. Da müssen wir noch ein bisschen die Finger kreuzen und ich sehe dem aber sehr positiv entgegen. Was die Zukunft auf jeden Fall auch bringen wird, ist TV-Filme und vielleicht auch TV-Serien. Daran arbeiten wir gerade und es gibt extrem spannende Stoffe, die in der Eifel sich abspielen auf der Grenze zwischen Belgien und Deutschland. Ich sage einfach, schauen wir mal. Schauen wir mal und wir bedanken uns. Passt auf euch! Liliane Susewind ist kein normales Mädchen. Ich kann mit Tieren sprechen. Guten Morgen, Sonnenschein. Ach, unser. Hast du Lust auf ein Wettrennen? Na klar. Doch jede besondere Begabung hat ihren Preis. Susewind. In 24 Stunden sind sie weg. Jedes Mal, wenn sie mit Tieren spricht, dann geht alles den Bach runter. Ich will nicht noch ein einziges Mal umziehen müssen. Bis sie ihren Eltern etwas verspricht. Ich werde nie wieder mit Tieren sprechen. Außer mit Bonsai. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwer ist. Du kannst den ganzen Tag mit mir reden. Nach der erfolgreichen Kinderbuchreihe. Ich sehe, freut ihr euch alle auf die Projektwoche im Zoo. Wie bitte? Das klingt ja nicht gut. Wir haben Publikum. Kommt mal mit mir. Der Ronny ist noch ein Baby. Hallo. Aber was? Hilfe! Wenn im Zoo plötzlich Tiere verschwinden. Bitte sag mir, dass das nicht schon wieder passiert ist. Doch. Sie haben den kleinen Ronny geklaut. Was? Wo ist mein Sohn? Vom Regisseur von Die wilden Kerle. Aus Paradiesia werden Tiere gestohlen. Wir finden raus, wer der Tierlieb ist. Ihre Bestellung ist fertig. Willkommen in der Hölle. Passt auf euch auf. Was macht ihr hier? Liliane Susewind, ein tierisches Abenteuer. Was hast du gesagt? Dass du ein Stinker bist. Du hast deine Socken das letzte Mal vor... Was? 5 Tagen gewechselt? Das waren höchstens 3. Ab 10. Mai im Kino.